das? So, Salut-Raketenvergleich von ganz klein bis groß. Funke Mini-Raketen, 50 Stück in der Packung. Titan-Salut, Pfeifrakete, Kaliber A mit Knall, Kaliber C mit Knall. ABA, Blitz- und Donnerrakete, Vogelschreckrakete, AS, Titan-Knall, Titanium-Knall, Silberblitz-Rakete, Funke Scream Rocket 2, Klasek Scream Rocket. Funke Salut Rot, Elgato Volado Detroeno, Gau Hammerrakete, Salut Rakete in Schwarz von Funke, Scream Rocket 2, Gigant Rakete von Funke und die großen Elgato Salut Raketen. Zwei Raketen von Funke, Titan Salut. Die kleine Sänger. Funke, Pfeifrakete, Kaliber A. Das ist schwer mit dem Vergleich, wenn es überall scheppert ohne Ende. Pfeifrakete, Kaliber B. Die waren Ticken besser. ABA Blitz- und Donnerrakete. Die ist fett aufs verlassene Gelände geflogen. Star Trek Vogelschreckrakete mit Ratter-Effekt. Die sind einfach nur im Penetrant im Aufstieg. AS, Titanium-Salut-Rakete. Ja. Funkes. Silberblitz-Rakete. Okay, die ist durchgezündet. Macht so Bock. Die kommt dann wieder oder egal. Ja, im Hintergrund knallt es auch schon von anderen die ganze Zeit. Geht aber eine sehr kurze Zündschnur. Ja, das ist normal bei dem. So. Nacheinander werden die jetzt weggezündet. Die normale ist. Die sind aber auch geil. Als nächstes die Hammer. Die waren eigentlich nochmal einen Tick besser. Salutrakete in Rot. Funke, schwarze Salutrakete. Aber ich scheppert so die ganze Zeit wohin. Die ist auch durchgezündet. Hey, Gato. Das war die normale. Und jetzt Scream Rocket 3.
dumm. Ja. Richtig dumm. Die Skuma-Raketen gefallen mir besser irgendwie. Ah? Die Skuma-Raketen gefallen mir besser. Geil. Ehrlich, die ist richtig geil. Ja. Oder? Ich finde die Skuma-Raketen geiler, weil die eh nicht dumm sind, aber geil, was die mit haben. Komm, die machen wir jetzt nochmal, weil sie sich gut macht. Weil die so schön war, gerade eben nochmal.